Herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein Winkhausschloss und bei dem ist das so, das ist defekt, das schließt nicht mehr und das muss jetzt von der Leiste runter. Das ist jetzt hier vorne genietet, das lassen wir da auch mal. Also immer hier und einmal da. Und dann hat es hier so Durchgangsnieten. Das ist hier das neue Schloss, das ist hier offen und hat hier dementsprechend eben halt auch Durchgangslöcher und dann gibt es oft so eine Tüte dabei, da sind dann so fertige Nieten drin, was dementsprechend nur vernietet werden muss. Okay, dann haben wir hier noch eine kleine Schraube, die ist da auch noch bei. Die brauchen wir gleich, um das Schloss festzuschrauben. Das erste, was jetzt hier auffällt, ist, hier ist ein Loch drin und hier ist kein Loch drin in der Position. Und wenn ich das Ganze umdrehe, ist hier eine Schraube drin. Die müssen wir auf alle Fälle gleich mal rausschrauben. Das heißt also, das Loch hier ist auf der verkehrten Seite. Gut, die sagen zwar, dass man die Schlösser rechts und links benutzen kann, das ist richtig, aber die Frage ist, auf welcher Seite muss die Schraube sein? Okay, das ist aber alles nicht so schlimm, das kriegen wir alles hin, kein Problem. Das Erste, was wir jetzt hier machen, ist erstmal das Schloss hier rausnehmen. Das heißt also, als erste muss einmal die Schraube da raus. Und dann nehmen wir mal eben die Bohrmaschine. Dann spanne ich jetzt mal eben den Bit ein. So, der Bit ist drin. Und jetzt, dann können wir das hier rausschrauben. So, die Schraube immer in eine kleine Dose, alles in eine kleine Dose packen ist immer wichtig. Dann kommt man da später auch noch mal wieder ran. Gut, die nächste Geschichte, die wir haben, sind also die Nieten, die hier drin sind. Und wenn ich keine Nieten habe, muss ich die stauchen, also versuchen hier irgendwie zu stauchen. Man kann aber auch eine Schraube reinsetzen und das Ganze nachher dementsprechend vernieten. Das habe ich auch schon gemacht. So, den Bit hier raus, Rohr rein, dann gucken wir, die noch genug Saft und dann wird hier was rausgebohrt. Okay, der Bohrer ist nicht gut. Dann die Kiste rein. Ah, ich bin schon hier wieder. Okay, bin nicht so, wie ich möchte. Die Akkubohrmaschine ist ein bisschen schwach auf der Brust. Ich bohre immer schräg, nicht gerade, weil die mitläuft. So, man könnte das theoretisch auch durchschlagen. Das würde auch gehen. Hätte ich auch mal gleich machen können mit so einem Durchschlag hier. Einmal draufhauen. Und dann sollte das auch durch sein. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ich nehme mal eben ein altes Schloss als Unterlage. Und die andere Seite auch. So. Und damit ist das Schloss eigentlich von der Leiste. Sollte eigentlich sein. So. Jetzt nehmen wir das neue Schloss und da stellen wir jetzt fest, dass wir hier so einen Nipsel haben, den haben wir auch und der ist genau auf der gegenüberliegenden Seite. Das heißt also, ich muss das jetzt noch mal eben aufsparen hier auf der Seite. Bei den neuen Schlössern ist das immer auf beiden Seiten. Gut.
Das werde ich gleich erstmal machen und dann kümmern wir uns um dieses Teil hier. Das verdrehe ich dann einfach und dann sollte das Ganze wieder passen. Also das ist die Schwierigkeit, die man hat bei dem Schloss. Jetzt muss ich mal irgendwas gucken. Oder passt das vielleicht sogar auch so? Mal schauen. Ne, das muss ich drehen, weil der hier versetzt ist, sehe ich gerade. Also das versetzt, den muss ich drehen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Hier, das ist versetzt. Gut, kümmern wir uns gleich drum. Erstmal geht es ja darum, dass ich hier das so ausspare. Dann nehmen wir einfach mal eben hier so einen Winkel und eine Anweisnadel. So, dann haben wir da was rübergezogen. Dann muss das noch so ein bisschen, kann man so ein bisschen schätzen. So, und das Stück muss da jetzt eben raus. Und das mache ich eben mit dem Dremel. Ich habe mich doch entschieden, das ein bisschen anders zu machen. Ich hätte das zwar jetzt mit dem Dremel angeflext. Das ist übrigens eine Flexscheibe hier. Meine alten schmeiße ich mir nicht weg, sondern ich baue mir praktisch da diese Scheiben draus aus diesen Dingern. Die sind nämlich hervorragend. Die schneiden viel besser als die gekauften. So, ich habe das also praktisch jetzt hier so eingekerbt und bin dann dementsprechend beigegangen und habe das jetzt aber eben mit dem Hammer und dem Meißel das da eben so rausgeholt. Gut, jetzt müssen wir das Teil hier mal eben drehen noch. So, es müsste jetzt eigentlich auf der richtigen Seite sein und aber auch noch mal funktionieren. Mal gucken. Denn hier ist es nämlich eingekehrt bei der. Ja, funktioniert noch ganz gut. So, jetzt brauchen wir das Schloss selber. Das kann ich jetzt hier einsetzen und dann sollte das auch nicht mit dem da auch passen. Was es aber nicht tut. Okay, haben die da eine Veränderung gemacht oder das mit dem Loch ist nicht so ganz okay. Ja, das mit dem Loch ist nicht so ganz okay. Dann haben die das ein bisschen geändert. Okay, ich mache jetzt Folgendes. Ich stecke jetzt erstmal eben die alten da rein. Ganz kurz. Das mit dem Loch mache ich gleich, weil ich jetzt mal testen möchte, ob das auch dementsprechend funktioniert. Ich meine, ich weiß, dass es funktioniert, aber so sollte man das eigentlich machen, bevor man da anfängt, irgendwelche anderen Geschichten zu bauen. Ja, das muss man gucken. Hat der da ein Loch drin? Ja, hat er. Dann brauchen wir noch mal eben eine Schraube. Mache ich da jetzt nochmal eben rein, damit das nicht verrutscht. Dann kontrolliere ich das Ganze mal eben einmal. Funktioniert. Und das funktioniert auch.
Okay, so, das würde jetzt heißen, ich könnte das Schloss jetzt dementsprechend hier festmachen und das gehen wir jetzt auch mal eben an. Um das Problem jetzt zu lösen, habe ich die Schrauben rausgenommen hier. Gucken. Mach den Deckel jetzt eben einmal auf. Das geht leider nicht anders, weil ich muss dieses Loch hier verändern, in einer Position setzen, sonst habe ich da ein Problem. Dieses hier, und das würde ich jetzt mal machen. So sieht das Schloss also praktisch jetzt von innen aus. Okay, das mache ich jetzt mal eben, das Loch vergrößern und dann kann ich das wieder einschrauben. Ja, wenn ich das richtig gemacht habe, dann sollte das gleich alles passen. So, die Schrauben wieder rein. Da werden auch die Sachen verkauft und es wird auf solche Sachen nicht geachtet oder dass man einen Hinweis kriegt, dass das nicht passt oder passen könnte. Weiß gar nicht, wie der Kunde das alleine machen möchte, sonst muss er die ganze Schiene besorgen oder kaufen. Naja, so, ich baue das Ganze mal eben wieder ran. Passt nicht ganz mit der Schraube. Dennoch versuche ich das mal eben. Okay, die habe ich drin. Die Niete rein, die andere auch. Gut, dann muss ich mal gucken, ob das jetzt mit dem Zylinder funktioniert. Das geht auch. Okay. So, dann stecke ich das Ganze nochmal eben, dass das auch wirklich so ist. Und danach wird das dementsprechend alles montiert.